Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Diesmal haben wir hier ein Bluetooth-Headset. Die Kartons können wir jetzt wegschmeißen, obwohl den einen muss ich aufheben, damit wir ihn weiter verschicken. Und zwar, ich werde euch mal nach unten richten, ich werde davon aber nur eins auspacken. So. Kann man es sehen? Das sind die i95 von Havik in zwei verschiedenen Verpackungen. Also, seht ihr das? So. Und hier ist es halt so obendrauf. Aber es sind beides die i95. Also von der Verpackung her könnt ihr auch sehen, dass es beides das gleiche ist. Wartet, ich werde euch das mal näher ranholen. Also seht ihr, so. Und hier genau das gleiche. Also da ist kein Unterschied. Und ein paar davon werden wir jetzt auspacken. Ich weiß noch nicht welche. Die wird dann meine Tochter kriegen. Steht auf beiden Chinesisch hinten drauf. Und Englisch. Oh, hier kann ich es echt schlecht lesen. Warte mal, ich mache meine Kamera ein bisschen höher. So, und zoom mal raus. Ich habe schon Brille auf, aber durch das Silber und das dünne Schwarze ist es echt ein bisschen schlecht zu lesen. Beides sind die i95. Beide haben 5 Volt. Gleich 1 Ampere. Hier, Headsets. 22 mal 15,5 mal 13,8. Genau gleich. Distanz 10 Meter. Auch gleich. Empfohlene Batterie 30 mA. Das steht hier jetzt nicht drauf. Oder steht in Chinesisch drauf und kann es nicht lesen. 300 H, also 300 Stunden soll es wohl gehen. Aber Marc ruft gerade an, Moment. Kann ich jetzt gerade nicht. 5 Volt, 1 Ampere ist auch gleich. Also die sind, soweit ich sehen kann, komplett gleich. Dann lasse ich die hier, wo hier noch Klebeband drauf ist, lasse ich die verpackt. Die packen wir weg. Die werden verlost und die packen wir jetzt aus. So. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn euch die Verpackung lieber gefällt, dass ihr die haben wollt, und dann kriegt ihr die. So. Und Unboxing ist jetzt nicht groß, weil es ist nicht viel mit bei. Hoppala. So. Unten ist jetzt hier noch eine Tüte gewesen. Da sind dann die einzelnen. Ja. Für die Dinger hier. Ich muss erstmal gucken, ob die überhaupt schon geladen sind oder ob ich die extra laden muss. Ein USB ist mit bei zum Laden. Wieder Mini-USB, also USB auf Mini-USB. Dann haben wir logischerweise hier eine Anleitung. Like, not okay. Ach nee, wenn man zufrieden ist in etlichen Sprachen. Und hier ist eine Anleitung. Steht da wenigstens da, welche Sprachen? Oh Gott, ist das klein geschrieben. Englisch, Chinesisch, Deutsch. Deutsch ist auch mit bei. Okay, die gehen dann ins Ohr. Aha. Knöpfe. Okay. So.
Dann haben wir hier noch die Basisstation. Ach, die ist aber klein. Die Basis ist wirklich klein. Die hätte ich jetzt gedacht, dass die größer ist. Okay, jetzt gucken wir mal. Och, die sind auch magnetisch. Wird hier irgendwie auch angezeigt, ob wir... Nee, wird nicht angezeigt. Aber die sind wirklich... Das ist wirklich clean. Ich weiß auch nicht, inwiefern die jetzt voll sind. Es leuchtet gelb. Kann man da vielleicht in der Anleitung lesen, welche Farbe was ist. Aber ich habe jetzt schon meine Brille auf. Und finde es trotzdem etwas sehr klein geschrieben. LED-Anzeige leuchtet 3. Pairing-Modus 180 Sekunden Dauer. Wenn Pairing Zeit verpassen, müssen Sie Gerät neu starten. Ausschalten. Methode 1. Stecken Sie Kopfhörer in die Ladebox. Sie werden automatisch ausgeschaltet. Methode 2. Halten Sie MFB 5 Sekunden lang gedrückt. Das weiße Licht blinkt 3-mal und die Kopfhörer sind aus. Eingehende Anrufe. Anruf beenden. Musik abspielen. Ja. Also wie man erkennt, ob die voll geladen sind, steht jetzt hier nicht in der Anleitung. Ich würde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich muss auch gleich die Batterie von der Kamera wechseln. Also es ist wirklich klein schnucklig, wie so ein kleines Ding. Da kommen dann die Kopfhörer mit bei. Selbst die sind nicht groß. Ja? Wartet mal. So. Und die werden da auch geladen. Das ist magnetisch. Also die fallen auch nicht raus. Dann haben wir den Ladekabel für die Basisstation sozusagen. Wir haben auch noch Gummidinger, die wir drüber machen können. Ich bin mal gespannt, wie sie sitzen. Ich hasse ja diese In-Ear-Dinger eigentlich. Aber für euch... Ja, ich hasse das. Ich mag das nicht. Ich finde so eine In-Ear-Dinger, finde ich echt, ist nicht meins. So, dann halt ihr noch, ob wir zufrieden oder nicht zufrieden sind und eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Mehr ist nicht mit bei. Link zum Headset packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich würde jetzt hier einen Cut machen. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, gleich machen wir den Hardware-Video. Ich habe mein Handy schon hier. Wir werden dann ein bisschen Musik hören und ich werde mal meine Mutter anrufen oder Marc anrufen oder mal gucken. Irgendeinen anrufen, der mir sagen kann, wie die Qualität ist, wie ich zu hören bin. Und ich kann euch ja sagen, wie derjenige bei mir zu hören ist. Ja, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.